Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Genau, letztes Mal haben wir in Anteira mit einem Mann verloren, also 1 gegen 1. Beziehungsweise er hatte nur noch einen Mann und oder eine Einheit. Und hier hat diese blöde Königin hier bisschen Rambazamba gemacht. Und wir haben Baktrien jetzt wieder zurück nach Hause geschickt. Warte, hier ist Baktrien. Von hier nach da. Gut. Und jetzt werden wir, ja, Parthien wieder ein bisschen malträtieren. Aber erst nächste Runde. Beziehungsweise vielleicht kommt er ja zu uns. Das wäre nicht ganz so schlecht. Rom ist jetzt. Ja, das. Ich ziehe es zurück. Es wäre nicht ganz so gut. Warte mal, ich ziehe mal kurz Pulli an. So. Gut. Unsere Feinde werden beim Gedanken. Nö. Nö, nö, nö. Ha. So, also Partien kommt mit 2 Fullstack Armeen. Das ist nicht ganz so gut. Ich hoffe, ich hab da unten genug Kavallerie. Ja, hält. General. Alexander Stolz. Der braucht auf jeden Fall jemanden von mir. Nahrungsmittelknappheit, Familiengeschichte. Dieses Familienmitglied ist nach dem Besuch eines exotischen Reisenden davon überzeugt, dass irgendwo ein Schatz mit geheimen Wissen versteckt ist. Der Wohlstand und ein langes Leben verspricht dem Personen jetzt nur noch den Schatz zu finden. Nirgends zu sehen, ja, okay. Okay, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Also mindestens 16 Fernkämpfer. Das ist ein bisschen many. Warte, komme ich da hoch? Nee, natürlich nicht. Ich komme natürlich nicht da hoch. Natürlich nicht da hoch. Komme ich nach Memphis rein? Dich mache ich zum Kommandanten und du bekommst das hier. Ausweichen. Wohlstand. Ja, passt. Der da wird wahrscheinlich nach hier rein tuckern. Aber ich glaube, also ich habe da eine Mauer. Das heißt, wenn er das angreift, dann werde ich das halten können. Aber ich befürchte, dass er das nicht angreifen wird. So, okay. Also ich schaue erstmal zu Hause. Ah. Gut. Hier bekommst du mal die Einheiten. Wieso? Das ist doch kacke. Warte. Gut, hier oben. Der da kommt nach hier. Und die Verteidiger Pallas werden jetzt mal nach Hause marschieren. So. Fischi, fischi. Hier mache ich auch Fischi Fischi. Nicht Fischi Fischi.
Der bekommt jetzt diese da. Und ich marschiere raus. Okay, nächste Runde wird er mich angreifen. Ich habe keine Spionen mehr. Das geht mal gar nicht hier. Das geht mal gar nicht. Was? Pergamon war in Rom. Also nicht in Rom, sondern... Gut, jetzt sehen wir also 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18, 19. Das Gute ist, die östlichen Schwertkämpfer ist eine Schrotteinheit. Aber... Ja. Aber. Ja, sehr viel Fernkämpfer. Aber das Gute ist, also ich werde natürlich zuerst die Garnisonseinheit versuchen zu verheizen. Also dass er nur auf die Garnisonseinheit... Genau, das da ist die... Nee, das ist nicht die. So. Okay, ich habe 6-mal Kavallerie. Das sollte doch für irgendwas gut sein. Ja, Bannenpikiniere. So, gut. Ah, das ist ein bisschen schwer mit denen. Stationiere ich mal hier. Das ist nochmal eine Piken-Einheit. Die mache ich einfach so. Nochmal Pikeniere. Schon verlangt, wenn sie sollen. Hatte ich. Warte, ich tue die ein bisschen weiter vor. Die da dann hier. Ach. So. Und die da tue ich hier aufstellen. Und let's go. Die Frage ist jetzt, wo die Verstärkung kommt. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, natürlich von hinten.
Ah, ja. Das heißt, der da und der da kommen hier hin. Hier in Teilrennreiterei kommt natürlich weg. Ach, das sind auch Fernkämpfer? Ah, interessant. Wieso schießen die nach da drüben? Ich hab dir ja gerade gesagt, du sollst hier hin. So. 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 Bereit loszureiten. Passt. Der feindliche General ist tot. Seid ihr mal fertig? Unser General wird angegriffen. Die lasse ich über und dann
General ist tot. Stolze Söhne Makedonien. Verdammt. Das habe ich voll vergessen. Okay. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Überraschung. Ja, ne? Also bisschen gut. So, also es war ein bisschen ja, also er hat halt er hätte nicht angreifen sollen. Also beziehungsweise er hätte mit denen nicht angreifen sollen. Er hätte, also wenn man die Übermacht bei Fernkämpfern hat und man weiß, dass der Gegner ja Kavallerie hat, dann darf man die Fernkämpfer nicht stehen lassen. Dies ist tödlich, wie man sieht. Aber hat Spaß gemacht. War easy. So. Okay, jetzt kommt der da. Wir stünden auf ewig in eurer ja, nein. Woher hat er die jetzt? Woher hat er jetzt so schnell so viele Einheiten bekommen? Ich habe jetzt nur eine Hopliteneinheit. Ja, ne? Eines Sieges will ich Zeus und Ares mit einem Opfer.
Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, das heißt, dass sie hier wieder sehr lange warten muss, bis sie kommen. Ja, so lange auch nicht. Also, die Hopliten müssen halt sehr, sehr lange aushalten. Hopliten hierhin. Die hierhin. Die hierhin. Männer wanken. Ja, das. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, jetzt renn halt. Mei. Unser General wird angegriffen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Verlieren Boden. Unser General ist gefallen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Sü. Na, ein bisschen Entscheidung könnten wir wenigstens machen. Das ist ein schändlicher Anblick.
Unsere Männer fliehen von ja, der Stadt. Ja, Schnauze. Das ist so. Ja, das war bescheuert. Oh Mann. Ich überlege nur gerade. Also von also hier müssen wir wieder aufräumen. Ja. Und dafür ist eben die sind die Verteidiger Pellas gut, aber von außen kommen ja nochmal zwei Fullstack-Armeen. Und vier Krübel. Genau hier die zwei. Alexanders Vermächtnis. Ares Schrecken, das kann jetzt so einer sein. Natürlicher Tod, Alter. Huiuiuiui, so, okay, also. Der holt sich jetzt, die Siedlung. Gut, und jetzt haben wir wieder Mumpfi. Das ist gut. So, hier muss ich eigentlich die. Warte, der hat ein bisschen was, der hat mehr. Da muss ich jetzt die Armeen platt machen. Weil das sonst nicht so gut ist. Also. Gut, also wo ist die? Da ist die. Okay, ich glaube. Warte. Ich glaube, die beiden hier sind heftiger. Beziehungsweise, es wäre. Also, die beiden wären gut beraten, wenn sie den Pergamon-Typi weghauen würden. Hier hinten, warte, das ist meiner. 4, 2, 5 und dann fange ich mit denen an. Du gehst jetzt da rein. Gut, also wir bekommen schon ein bisschen was. Bisschen was an Geld. Das ist alles schon mal ganz gut. Okay. Okay, der ist gestorben. Die kann trotzdem gerade nicht heiraten. Achso, wegen Geld. Ja klar. Gut. Dann schaue ich mal kurz. Wer
befördert wird. Der da wurde befördert. Tradition. Das ist doch wunderbar. Nachtkämpfe. Würde ich jetzt nicht machen, weil Nachtkämpfe sind so, ja. Wiederverstärkung. Nachtkämpfe würde ich euch mal wann anders zeigen. Also in einem anderen Let's Play. Weil. Ja, Alexander hat nicht in der Nacht gekämpft. Also ist nicht überliefert. Deswegen. Wollte ich das jetzt auch nicht anfangen. Gut. Nicht so. Wir sind schon wieder fertig. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, nächstes Mal werden wir versuchen, Pella wieder in unsere Hand zu bekommen und ja, weiter in die persischen Kernbande vorzudringen. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, und bis zum nächsten Mal. Bye.